200 Meter Höhe. Der Wind bläst. Die Haare sind schön. Und ich habe da irgendwas am Kopf. Das ist ein netter Zaun und ich befinde mich gerade hier eben auf 200 Meter Höhe. Das könnt ihr schauen. 200 Y. Und wenn man hier runter schaut, sieht man die Plotwelt. Das ist nämlich Mega Coolmans neues Gebäude. Hat er innerhalb von 2 Stunden ungefähr komplett gebaut. Mit World Edit natürlich. Und wenn man hier sieht, ein bunter World Trade Center. Oh, schön. Ein bisschen übertrieben, aber das ist normal bei ihm. Und wir schauen ihn mal von unten an. Wir könnten mal kurz reingehen. Ups. Das sollte nicht passieren. Hier unten hat er eine Mechanik gebaut, wo automatisch Items hier nach oben drückt, bis ganz nach oben. Und dann fließen sie wieder runter. In ein Auffangbecken, also in einen Trichter hier. Das könnte man mal testen. Ja, toll. Lass mich mal durch. Sehr schön. Slash up 210. So. So. Wenn man jetzt hier Items reintut, also zum Beispiel diesen Kompass, der müsste nach einiger Zeit wieder hochkommen. Ja, wenn er nicht festpackt. Ja, ist nur ein Anzeigefehler. Jetzt ist er runtergefallen. Jetzt sollte er nach einiger Zeit wieder hochkommen. Wir können das mal mit anderen Sachen probieren. So. Ich weiß nicht, wie lange es geht, aber es geht halt einige Zeit. Und währenddessen kann ich ja noch sagen, was so anders ist. Also ich habe hier unten mein Haus angefangen zu bauen. Die 2 orangen Blöcke hier. Daneben ist Kevins Haus. Das mit dem Schneerand ist Emodams Haus. Das ist mein zweites Grundstück, wo ich einfach ein paar Bäume gepflanzt habe. Und auch irgendwo eine Villa mache oder eine verbundene Villa mit diesen 3 Dingen. Jeder darf 3 Grundstücke haben. Da drüben, einer ist von, ich glaube, eines der dahinteren ist von Queen 20.000 und von Sean Kogel Unterstrich. Das vordere, das müsste ich schätzen. Und ein anderes muss ich auch, also muss ich, weiß ich jetzt nicht auswendig. Und haben wir es verpasst? Scheinbar nicht. Ah, es kommt sicher wieder. Also, ja, jetzt kommt es. Ja, das erste haben wir verpasst, aber hier haben wir den Rest. Jo. Eine Schere noch. Okay, dann gehen wir kurz bei meinem Grundstück schauen. Hier mache ich so verschiedene Arten Würfel. Hier unten ein schwarzer, dann ein weißer, dann zum Beispiel ein brauner oder ein roter. Und ja, werde sie eventuell so ein bisschen verbinden oder na, mal schauen. Einfach so ein Designerhaus. Ich würde nicht immer so ein 0815 Haus bauen. Und ja, in der PvP-Welt, naja, geht so. Manche Spiele haben sich nicht ganz an die Regeln gehalten. Aber ja, das ist normal. Also es ist halt nur ein Schild, wo die Regeln draufstehen und ich will deswegen niemand bannen. Wenn er es übertreibt, dann landet er höchstmöglich im Kerker. Sonst nicht, also nichts. Ja. Weil wir wollen niemand vertreiben, wir wollen niemand zu Unrecht tun. Es ist nur ein Spiel und ja, mehr auch nicht. Also deshalb wir bannen niemand von dem Server einfach so. Und ja, da muss er schon viel Wild tun oder so. Aber ich will trotzdem, dass ihr euch benehmt.
Es geht um die Community, es geht nicht da um den Server, also der Server, es ist mir egal, ob der 1000 Mal gegrieft wird oder 100 Mal. Ich werde einfach alles wieder zurücksetzen und fertig. Also das ist mir egal. Es geht um die Spiele, dass die nicht beleidigt werden, wie gestern auch ein bisschen beleidigt wurde. Und dass er an die Regeln gehalten wird. Weil die Regeln sind dazu da, dass es nicht allen so geht, als würden sie alles machen können. Und ja. Ich habe in der Mining-Welt noch ein paar Gebäude zu zeigen. Es ist schon okay, wenn jemand baut in der Farming-Welt, aber er muss dann nicht weinen, wenn gegrieft wird oder sonst irgendwas. Weil das ist eben eine Mining-Welt. Und wenn er nicht gegrieft werden will, dann könnt ihr es schützen lassen. Aber immer nur kleine Gebiete und nicht so große. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo sie ist, aber es ist in der Wüste. Hat jemand angefangen, eine Pyramide zu bauen. Das müsste ungefähr hier irgendwo sein, am Rande zu Ding. Und es leckt, also es ladet langsam. Tut mir leid. Das ist meistens so, wenn man Speed anhat. Und einer hat da noch ein Hexenhäuschen gebaut. Also ein ausgebaut. Und das weiß ich nicht, wo das ist. So. Natürlich ist es hier nicht. Das ist so hier drüben. Ach komm. Wie kann man das schneller machen? Ja, wir haben noch eine nette Welt gemacht, weil irgendwie die Portale nicht gehen, obwohl sie angemacht wurden in Properties. Ja, sie ist nicht hier, sorry, aber es wurde nicht viel gemacht, also äußerlich, innerlich wurde ein bisschen natürlich verschönert, aber natürlich ist es erst, er wurde erst neu begonnen, weil die Portale nicht gehen, irgendwie, obwohl sie an sind. Ja. Wir gehen in den Nether, weil wir brauchen hier ein paar Sachen für den Nether. Ah, ich habe noch das alte Zeugs. Das muss ich natürlich hier reinlegen. Ich will ja nicht, dass ihr dann seht, wie ich Items schmuggle. Ich will keine Items geschmuggelt haben. So, hier habe ich schon noch mal ein bisschen Sachen vom Nether genommen. Habe ein bisschen gefischt. Aber das ist alles gesondert. Das ist mein normales Zeugs ohne Let's Play. So, und wir sind hier jetzt in der Let's Play Welt. Dann haben wir hier diese Items und Minecraft fängt wieder natürlich von hinten an. Das ist nicht gut, wenn man Shift drückt. Ich will eigentlich, dass es vorne anfängt. So. Ein bisschen Stein mitnehmen, Stöcke und Kohle. Ja, Schwarzholzbretter brauchen wir nicht. Ja, wie könnten wir uns vorbereiten? Und wieso regnet es? Wieso ist es Nacht? Wenigstens den Regen ausmachen. So. Ah, die Schallplatte, die wir gefunden haben. Also gehen wir in den Nether. Einfach /warp Nether eingeben. Und schon ist man im Nether. Und hier ist ein Ghast. Den weichen wir mal aus. Oh, hier ist leider nichts. Ja, wie sollen wir beginnen, wenn dort ein Ghast ist? Ich weiß, wie man beginnt. Von Tal drauf. Was? Buggy. Bisschen buggy. Jetzt. Ja, das hat keinen Sinn. Man kann diese Dinge nicht lenken. Oder man kann das einfach nicht lenken, wenn man nicht weiß wie. So, gehen wir mal hier rein. Da bin ich nämlich noch nicht gewesen. Ein bisschen Quarz abbauen, das ist gut für die Levels.
einem da mal die Erfahrung leider nicht aufteilen kann und ich nicht immer wieder hinschauen will, wie viel Level ich vorher bei der Aufnahme gehabt habe oder so, machen wir es einfach so, ich teile sie auch auf und werde sie auch benutzen im normalen Spiel, also ohne Aufnahme. Damit, was baut er? Jemand hat hier irgendwie ganz lange Röhren gebaut. Da gehen wir doch mal hier nach oben. Irgendwie hier oben muss doch irgendwas sein. Also eben, ja, ich werde sie dann einfach benutzen. Die Erfahrung. Und nebenbei auch hier benutzen, also gleichwertig. Und dieses Netzwerk geht so schnell zum Abbau, ich komme fast nicht nach. Und hier höre ich doch irgendwas wieder. Hallo? Oh, hier oben hat es Glowstone, das nehmen wir natürlich mit. Diese Schweine greifen wir nicht an, sonst haben wir zu viel auf einmal auf uns gehetzt. Das machen wir später, wenn wir mal irgendwie Ding brauchen, Gold Nuggets. Wir brauchen hier mal ein bisschen Glowstone. Und Peng. Ja toll. Jetzt muss ich die Diamantspitzhacke nehmen. Oder wie hier machen wir mal ein Home. Slash set home AP Nether. Damit ich weiß, dass es vom Ding ist. Und wir bauen mal nichts ab, wir erkunden nur. Außer das Wichtigste. Und die Musik ist irgendwie ein bisschen fehl am Platze. Ich möchte gerne eine Festung finden. Schaffe ich das? Sieht nicht so gut aus, wenn hier. Ja, okay, es geht. Hier ist auch noch Glowstone, also man findet genug. Sonst müsst ihr einfach ein bisschen weiter nach außen gehen, weil die Spieler natürlich schon alles gefarmt haben in der Nähe. Hallo! Wieder ein Kumpel. Jetzt? Nein, nein. Ich schaffe es immer noch nicht. Ja, er geht runter. Das ist nicht gut. Hä? Irgendwie ein bisschen laggy. Nein, ich hab geschlagen. Ja. Betreibt's. Hallo. Ich will einen treffen, bitte. Ja, ich hab geschlagen. Das ist zu buggy hier. So kann man die nicht sogar besiegen. Ja. Ja, es ist viel zu buggy irgendwie. Das ist aber auf jedem Server so irgendwie. Weil natürlich Java und Internet zusammen irgendwie nicht harmonieren. Ach, komm schon. Er trifft mich immer und ich treffe ihn nie. Ach, ich kann doch das vom Ganon Battle immer so gut. Ocarina of Time. Ja, komm, lassen wir's. Wie ist der Gehen? Jetzt. Ja. Ah. Natürlich. Habe ich einen Weg nach unten gegraben. Weil hier alles geschützt ist. Ein Huhn. Das Evil Chicken. Nicht gerade sehr, wie sagt man denn? Nett. Das gibt Unglück. Das Unglück ist schon passiert.
Ja, hier ist eben Keep Inventory an. Wenn natürlich die Leute lieber warten, muss ich das anstellen. Sonst hätten sie rumgeheult und wir hätten den Server verlassen, dem Server die Schuld gegeben oder sonst irgendwas. Ah, je. Ja, manche Kiddies lernen es halt nie. Da muss man halt hart bleiben als Operator. Oder Owner. Okay, schaffen wir das ohne Gas angegriffen zu werden? Wir zerstören nämlich den Netherrack. So. Jetzt noch ein paar Pieschen sammeln. Hallo? Wenn ich dich mitnehmen will, dann kommst du auch mit. Hast du verstanden? Du Pilz. Magic Mushroom. Ja, ich weiß schon, du bist ein Magic Mushroom. Und hast Angst vor Drogendealern. Ja. So. Wieder mal sehr wertiges Gelände. Sehr zum Erkunden eingeladen. Tja. Ja, eben leider ist in der PvP-Welt noch zu wenig los. Also die meisten haben einfach keinen Bock auf PvP. Wäre schön, wenn dann mal ein paar Leute mehr Bock hätten und auch ohne Items mitzunehmen gewinnen können. Und ja, eben. Dann könnte ich natürlich auch PvP-Aufnahmen machen. Alleine macht es einfach keinen Spaß und der einzige oder die einzigen, die PvP richtig beherrschen, die haben momentan keine Lust oder keine Zeit. Und wir sind hier in der Sackgasse. Ich will nämlich die Diamantspitzhacke nicht brauchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bin ich jetzt verloren? Na, da müssen wir später mal eine Festung suchen. Aber ich kann ja eigentlich machen. Ich kann eine Spitzhacke machen. So. Jetzt Spitzhacke. So. Geht doch. Gut. Dann bauen wir uns mal hier nach drüben ungefähr. So. Wir kommen sicher irgendwo heraus. Irgendwann. Ja, das wird eine nette Spezialfolge. Da dreht sich alles um den Nether. Und ja. Viel gibt es halt zum Nether nicht zu sagen. Mojang hat halt den Nether nicht so ausgiebig gemacht, damit sich irgendwas lohnt, jetzt zu sagen. Man findet halt per Zufall eine Festung. Und das war's. Man findet eigentlich keine anderen Gebäude außer Festungen. Und wie man sieht, finden wir nichts. Ja, toll. Hallo, hey! Ich kann einfach nichts bauen! Oh, wir zwei hoch, gewahr. Also, Home. LP-Netter. Müssen wir halt da hier wieder beginnen, weil wir natürlich nicht backdrücken können. Das war natürlich wieder godlike von mir. Es waren nur zwei hoch, ich konnte gar nicht der Lava ausweichen. Oder irgendwas machen, im Nether kann man auch kein Wasser schütten. Da musste ich sterben. Yay, der zweite Tod. Juhu. Wir sind sonst nie gestorben, aber im Nether sterben wir gleich zweimal. Natürlich, weil Minecraft einfach so blöd ist.
Ah, nein, ich bin blöd. Okay, Minecraft und ich bin blöd. Aber eben. Also im Singleplayer wäre ich ausgerastet. Wenn das nur wegen einem Lava, ich konnte nichts setzen, ich wurde zurückgetrieben, also ich konnte die Lava nicht stoppen. Ich konnte nichts setzen vor mir, obwohl ich eigentlich etwas setzen könnte, hätte. Hinter mir konnte ich nur setzen. Da ging es plötzlich, hat mir den Weg versperrt. Ich konnte die Lava nicht mehr stoppen, bin verbrannt. Das ist wieder mal entweder, ja, okay. Es ist zum Teil eben die Schuld von Minecraft, weil das natürlich buggy war oder so. Und die andere Schuld ist mir. Kamen wir hier raus? Ich denke schon, weil die kommt mir bekannt vor. Können mal hier runtergehen. Und wir verlieren extrem viele Leben. Das ist nicht gut. Okay, wir haben es überlebt. Ha, ich wollte es riskieren. Ja. Ich sag's euch, bei mir sind 90% aller Tote nicht gewollt, also nicht meine Schuld. Weil eben Minecraft natürlich genau im schlimmsten Moment irgendwas buggy sein muss oder so. Ich habe eine Liste gefunden mal, wo geschrieben wird, wie viele Bugs noch nicht gefixt wurden und wie viele Bugs pro Update hinzukommen. Und Mojang müsste eigentlich noch 115 Jahre an Minecraft arbeiten, damit alle Bugs gefixt werden. So schlecht entwickeln die eigentlich. Jetzt bedenkt man, okay, Mojang müsste das ja eigentlich hinkriegen, die sind ja gut und so. Ja, schon. Aber eben, sie sind so verblendet vom Ruhm, was sie erlangt haben, dass sie natürlich das nicht machen und lieber irgendwelche Spielereien einbauen oder sonst irgendwas. Ich kann das nicht verstehen, wenn man doch Ruhm hat, muss man doch weitermachen oder umso mehr entwickeln. Und das versteht Mojang wahrscheinlich irgendwie nicht. Aber gut trotzdem, dass sie weitermachen. Also, sie machen noch weiter, aber eben extrem langsam oder konzentrieren sich lieber auf die Konsolenversion oder iPhone-Version. Aber eben, es ist natürlich etwas Freiwilliges. Man kann eigentlich einem Entwickler nicht böse sein. Ich bin mir zwar böse auf die Entwickler, aber das ist auch, weil ich ein Let's Player bin und auch ein bisschen Kritik für äußerliche werden. Also im Real Life mache ich das nicht. Aber ja. Oh.